Im Süden des russischen Uralgebirges liegt der See, an dem wohl niemand Urlaub machen möchte. Der Karachai-See. Jahrzehntelang leitete die sowjetische Atomkraftanlage Mayak ihre Abfälle in den See. Noch heute ist er extrem stark verstrahlt. Bereits wenige Minuten vor Ort führen zu einer lebensbedrohlichen Strahlendosis. Tödlich endet es für jeden, der länger als eine Stunde am See verbringt. Ab 1948 produzierte die streng geheime Atomkraftanlage Plutonium für eine sowjetische Atombombe. Im September 1957 geschah dann das große Unglück. Ein Tank, gefüllt mit hochgiftigen Substanzen, explodierte. Dabei gelangte sogar noch mehr Radioaktivität in die Atmosphäre als bei der verheerenden Nuklearkatastrophe von Tschernobyl knapp 30 Jahre später. Knapp 10 Jahre später trocknete der See fast vollständig aus und legte den radioaktiven Staub frei. Durch Winde verteilten sich die tödlichen Partikel. Mehr als eine halbe Million Menschen waren davon betroffen. Die Folge? Missbildungen, Krankheiten und viele unmittelbare Todesfälle. Später begann der Staat, den See mit Beton zu füllen und damit zu verschließen. Inzwischen ist diese Schicht aber rissig geworden und Wasser tritt wieder aus.